wollten nach dem einen Spiel eine Reaktion zeigen. Und ja, dass man bloß nicht Standard verliert, ist halt echt bitter. Wir haben gesehen, Aachen, dass die Chancen haben, ist normal, ist eine super Truppe, aber dass man dann so ein Ding kriegt, ist dann doppelt ärgerlich. Ja, vor allem so viele Chancen waren das ja gar nicht. Ihr habt da nicht viel zugelassen. Ja, ich glaube, in der ersten Halbzeit sind sie einmal, vielleicht zweimal vor dem Tor. In der zweiten Halbzeit kann ich mich an auch zwei Situationen erinnern und dann kriegt man mit dem Freistoß. Ja, ihr habt wenig zugelassen. Das war, glaube ich, der einzige Freistoß im Strafraumnähe, den ihr überhaupt den Aachen gestattet habt. Ja, wir wollten halt Standards vermeiden, weil wir wussten, dass wir da gefährlich sind. Gegen Aalen haben wir vier Dinger nach Standards bekommen. Und ja, heute wieder ein. Ja, die Reaktion war eigentlich gut, oder? Ja, definitiv. Also, wenn man 5-1 auswärts verliert und hier gegen eine Spitzenmannschaft so, dann hat man Minimum einen Punkt verdient. Aber ja, so ist Fußball. Das ist natürlich immer so, wenn eine Mannschaft jetzt mal unten ansteht, dann kann man sich das weglassen. Das war heute auch gewesen. Das ist eigentlich ein Spiel gewesen. Es geht unentschieden aus. Ja. Auf beiden Seiten weniger Offensivaktionen gefallen. Ja, beide Mannschaften hatten ihre 2-3 Chancen. Und dann, ja, wir machen sie nicht rein, Aachen macht sie rein. Dann sind sie halt 1-0. Ja, wie kommt man da jetzt raus? Wie schwer ist das? Wie ist das? Seid ihr im Kopf überhaupt noch in der Situation? Muss man jetzt voll umdenken? Geht das in die Saison gegen den Abstieg oder wie siehst du das? Ich glaube nicht, dass das eine Saison gegen den Abstieg wird, aber wir müssen jetzt mal so langsam 3 Punkte holen. Und was soll man sagen? Gegen Abstieg spielen wir keine. Die Liga ist gut, aber ja, das ist schwer. Punkte mitgenommen. Wie fällt dein Fazit heute aus? Ja, an sich war ich eigentlich ziemlich glücklich, weil wir den Kopf frei machen konnten. Wir haben ein gutes Spiel absolviert, standen hinten eigentlich ziemlich sicher, haben ganz wenig zugelassen gegen eine der stärksten Mannschaften der Liga. Hatten vorne ein paar Chancen, wenn da ein bisschen Glück kam, dann geht vielleicht mal einer rein. Sieht die Geschichte ganz anders aus, aber ja, dann beim Formfreischuss nur konzentriert halt, weil wir zu langsam rausrücken, dadurch entsteht das Foul. Und beim Foul oder beim Freischuss weiß ich auch nicht, ich glaube, der Ball geht durch die Mauer, darf natürlich auch nicht passieren. Und in unserer Situation, ja, wird das dann wieder so bestraft, dass wir schon wieder verlieren. War der noch abgefälscht, der Ball, oder ging der direkt durch? Abgefälscht glaube ich nicht. Also ich hab ihn erst gesehen, als er an der Mauer vorbei war, beziehungsweise durch war. Weil, weiß ich, das war ja dann 7 Meter vom Tor und ich hatte nicht den Ansatz einer Chance. Ja, und jetzt sind 6 Spiele gespielt, 1 Punkt geholt. Was macht dich jetzt optimistisch, dass da überhaupt nochmal eine Wende kommen kann? Also eigentlich das Spiel heute, weil wir haben eine gut konzentrierte Leistung gezeigt, haben unser System genau durchgespielt, hatten vorne trotzdem 1-2 Chancen. Ja, wie gesagt, das Glück fehlte und hinten, ja, was heißt unkonzentriert, wir waren einfach auf Pech, ne? Ein Freistoß, einmal nicht aufgepasst, wir sind da drin. Jetzt habt ihr, dadurch, dass das Derby ausfallen wird, 2 Wochen Zeit. Meinst du, da könnt ihr dann noch mal ein bisschen an den Defiziten arbeiten? Oder? Müssen wir. Wir müssen jetzt mal vielleicht mal runterkommen und richtig Gas geben, dann in der nächsten Woche vor dem Spiel und mal den Arsch aufreißen, so wie heute und besser als im Fußball spielen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich des Spiels Borussia Dortmund gegen Alemannia Aachen mit den beiden Trainern Christian Benbenek und David Wagner. Ich darf Herrn Benbenek um seinen Kommentar zum Spiel bitten. Habe ich mir schon fast gedacht, dass das jetzt kommt. Ich bin immer noch sehr angespannt vor dem Spiel. Hat viel Nerven gekostet, weil es so knapp war, weil wir nicht so gut im Spiel waren, wie wir uns das vorgenommen haben. Ja, und dann glücklich dieses 1-0 machen durch den eingewechselten Eamon Demey. Bevor er mit Sicherheit schon das Tor machen kann, als Fabian Gaudenz ganz alleine durch ist. Man muss aber auch sagen, dass Dortmund auch klare Torchancen hatte. Über eine Vorwärtsbewegung in der Konteraktion, verlieren den Ball.
Fehlt dann kein Zugriff und der Ball klatscht einfach so aus dem Nichts gegen die Latte. Wir wussten vorher, dass es schwer wird. Ich hatte der Mannschaft gesagt, wir brauchen uns nicht von den Ergebnissen irgendwo blenden lassen. Und auch nicht von der Jugend dieser Mannschaft, weil es ganz hervorragende Fußballer sind. Heute waren, glaube ich, 7 96er-Jahrgänge in der Startelf. Das zeigt die Riesenqualität, die in dieser Mannschaft steckt, was sich mit Sicherheit weiterentwickeln wird. Wir wollten ganz anderen Zugriff kriegen, viel mehr Zweikampfdominanz zeigen und von da aus dann mit einer hohen Balleroberung zu mehr Torchancen kommen, als es dann am Ende der Fall war. Für uns war es dann wichtig, über die Einwechslung nochmal Stabilität zu bringen im Zentrum und immer wieder weiter zu arbeiten. Das bleibt auch nach dem Spiel so. Ja, man kann jetzt nicht sagen, dass wir mit den Punkten, die wir jetzt gesammelt haben, das ist ein richtig guter Start für uns. So, trotzdem sehen wir, dass eine ganze Menge Arbeit auf uns wartet, dass wir zu keinem Zeitpunkt irgendwo nachlassen dürfen, an dieser Stabilität zu arbeiten. Und nur dann, bin ich davon überzeugt, können wir auch wieder bessere Offensivaktionen haben, mehr Abschlüsse. Sage ich auch gleich dazu, unabhängig von der Stürmerfrage, die bestimmt gleich wieder kommt. Wir haben sehr gute Offensivspieler. Es geht immer wieder darum, ob wir defensiv richtig gut im Spiel sind. Wenn wir das sind, können wir auch mit den Offensivspielern, die wir auf dem Platz haben, richtig, richtig guten Fußball spielen. Ist uns heute nicht gelungen, aber wir freuen uns mit Sicherheit sehr, dass wir eine englische Woche mit 9 Punkten abschließen. Das ist richtig gut für uns. Dave und ich kennen uns schon länger, deswegen an dieser Stelle für Dave und für den BVB natürlich alles Gute für die Saison. Ich glaube, es wird eine richtig gute Mannschaft, wenn sie weiter die Zeit bekommt. Dankeschön. Ja, danke Christian Bezenek. David, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, also ich glaube, das ist jetzt heute wieder so ein Spiel, das hatten wir jetzt schon häufiger, wo wir schon Spiel und Ergebnis für uns trennen müssen. Wir hatten nach dem wirklich sehr, sehr schlechten Auftritt am vergangenen Dienstag für uns sowas wie einen Neuanfang postuliert. Wir wollten eins und allein uns auch zugestehen, eine Mannschaft zu sein, die auch über den Kampf ins Spiel kommen kann und nicht nur alle Tugenden, die sonst Borussia Dortmund 2 zugestimmt werden, an den Tag legen, sondern insbesondere über defensive Stabilität, über Zweikämpfe, über Kompaktheit, dem Gegner vielleicht sogar mehr Ballbesitz kommen und darüber hinaus dann erfolgreich Fußball spielen. Wir hatten uns dafür entschieden, ein bisschen mehr Körperlänge in unsere Viererkette zu bringen, um die Standards von Aachen besser zu verteidigen. Wir hatten uns dafür entschieden, vorne mit Schnelligkeit zu agieren, deswegen eher kleinere, wendigere, schnellere Spieler. Wir wollten eher tiefer attackieren, um uns den Raum dann hinter den großen Innenverteidiger von Aachen zu lassen. Es ist viel aufgegangen. Ich glaube, Aachen hatte alles in allem sehr wenig an Möglichkeiten in diesem Spiel. Wir hatten unsere 2-3 Situationen und dementsprechend bin ich mit dem, wie die Jungs da heute aufgetreten sind. Wenn man weiß, was wir ihnen als Vorgabe an die Hand gegeben haben und was sie dann umgesetzt haben, alles das, was ich jetzt aufgezählt habe, ist in unseren Augen aufgegangen. Und dementsprechend bin ich mit dem Spiel natürlich hochzufrieden, dass wir dann so ein Freistoßtor bekommen. Was wir uns nochmal anschauen müssen, ist der Ball durch die Mauer gegangen oder war die Mauer falsch gestellt, das müssen wir uns nochmal anschauen. Ist extremst ärgerlich und dementsprechend sind wir natürlich verärgert über das Resultat, aber wenn wir nach dem Dienstag für uns von einem Neuanfang sprechen, können wir jetzt nicht sagen, alles ist schlecht, ganz im Gegenteil, das ist unser Weg. Und nichtsdestotrotz, ganz ehrlich, geht es mir so langsam auch ein bisschen auf den Keks, hier zu sitzen und sich nicht über Siege oder Punkte freuen zu können, sondern zu hören, dass wir uns irgendwann zu irgendwas entwickeln. Fakt ist, dass ich davon auch überzeugt bin, aber Fakt ist, dass ich relativ ungeduldig bin und das auch relativ schnell ganz gerne hätte. Nichtsdestotrotz habe ich weiterhin totales Vertrauen und Glauben in diese Mannschaft. Sie wird sich entwickeln, sie wird auch erfolgreich Fußball spielen, aber wir alle sollten ihr Zeit geben und Geduld haben. Nichtsdestotrotz den Anspruch haben, das Beschleunigte möglich hinzubekommen. Christian und Aachen, alles Gute für den grandiosen Start. Glückwunsch zu dem Resultat heute und dementsprechend gehen wir weiter. Dankeschön. Ja, danke David. Gibt es Fragen an die beiden Trainer?
an Herrn Benbenek. Was war die Idee, die Grundordnung in der ersten Halbzeit gegen den Ball ein bisschen anders zu gestalten, als man das bislang kannte? Inwiefern? Also für mich sah das nach einem 4-2-3-1 aus. Ja. Und Sie haben ja in der Halbzeit dann korrigiert. Nein. Also wir waren im letzten Spiel schon auf dem 4-2-3-1. Natürlich, wenn man einen Gegner vorne zustellt mit dem breiten Innenverteidiger, dann zieht man ja den Zehner hoch und hat dann die Breite drin, dass es dann wie ein 4-4-2 aussieht, finden wir den Zugriff nicht gleich im Zustellen dieser Räume und Spieler. Versuchen wir schon mit 9 und 10 das zu machen. Also 4-2-3-1 war jetzt im letzten Spiel gegen Kreis schon ähnlich. Wenn das nicht so aussah, dann ist es wahrscheinlich auch mit ein Grund dafür, wenn man sagt, wir haben nicht richtig Zugriff gefunden, dass es dann doch anders aussah. Dass wir nicht schnell genug hinterm Ball kommen, nicht schnell genug in die Ordnung, aber geändert haben wir da nichts. Also hat die Mannschaft dann selbsttätig sich so... Herr Schmitte, Sie kriegen ja die gleiche Antwort von mir wie im Heimspiel. Wir haben schon wieder 1-0 gewonnen. Dass da nicht alles funktioniert, da habe ich ja gerade schon gesagt, wir müssen hart arbeiten. Ja? Und was auch schon klar ist, wir haben in den Offensivspielern oder in den Offensivaktionen versuchen wir schon Asymmetrie herzustellen, auf den Flügeln eine Überzahlsituation herzustellen und das dann im Umschalten sofort wieder zukriegen, damit doch jeder das System erkennt. Das klappt halt nicht immer, aber wir arbeiten auf jeden Fall dran. Können wir uns aber auf was freuen? Ich hoffe. Also ich hab's gesehen. Gibt es weitere Fragen? Ja, dann herzlichen Dank für Ihr Erscheinen zur Pressekonferenz. Dank an die beiden Trainer. Allen eine gute Heimreise, noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns wieder am 12.09. hier gegen Oberhausen. Dankeschön.